Hallo, hier ist Susi von der Dudelsackschule und ich darf heute etwas testen. Das Intune-Mic. Schauen wir mal, was uns da drinnen erwartet. Eine Anleitung, sehr praktisch. Ein Mikrofon, sonst würde es ja nicht Mic heißen. Einen Receiver und noch einen Clip. Dann kann man sich das Ganze wahrscheinlich noch an den Sporren hängen oder woanders hin transportieren. Und was noch dabei ist, ist natürlich ein Aufladekabel. Eine Sache braucht ihr noch dazu, den Braw Bagpipe Tuner. Sieht so aus. Und kann man sich auch herunterladen, zum Beispiel Google Store oder hier, ich blende es noch ein, eine Adresse dafür. Und mit diesem Gerät heißt es, kann man seine Drones perfekt alleine stimmen und seinen Chanda auch. Das probieren wir jetzt mal aus. Los geht's! Wir werden zwei Möglichkeiten testen. Die erste Möglichkeit ist, für deine Solo-Auftritte, für dein Solo-Spielen, den Chanda zu stimmen und die Drones dazu zu stimmen. Die zweite Möglichkeit ist, ihr spielt in einer Band, Pipe Major gibt euch einen bestimmten Pitch vor und ihr müsst nach diesem Pitch eure Pipe stimmen. Schon mal vorstimmen, bevor die Probe beginnt. Den Receiver steckst du in dein Handy rein. Und das Mikrofon klippst du an die untere Stelle unterm Low G an den Chanter.